Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Die Drecksiren haben letztes Mal unsere Bude abgefackelt. Und nun werde ich mich mit Joe mal zu den Iren begeben und gucken, was er so zu sagen hat zu seiner Verteidigung. Na los, steig ein! Ja, ich bin ja schon dabei. Übrigens haben wir ein schickes Hemd bekommen. Also, wir haben nicht mehr Geld, um den Wagen zu reparieren. Mann! Okay, wir nehmen den Jefferson, egal. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Ach nee, Mann. Das gibt's... Sorry, Leute, hier gab's einen kurzen Cut. Richtig ab, wir sind gleich da. Denn ich bin, wie ihr sehen könntet, schön in die Wand Scheiße, gefahren. Du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirklich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitteschön. Danke. Okay, wir haben eine Knarre. Also ich bin ja letztes Mal direkt in die Wand gefahren. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Und durfte das Ganze nochmal machen, deswegen habe ich euch das erspart. Und habe hier einen kurzen Cut reingehauen. Macht ja nichts. So. Willst du die Drecksbullen auf uns aufmerksam machen? Ja, will ich. Geh weg. Ich will nichts sagen. But ain't no dew for the summertime blues. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Zeigt ja gerade grünisch. So, Freunde. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Oh, Verzeihung, Sir. Hallo, ihr Wichser. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Mist! Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Hast du Schiss, Arschloch? Gib dir Deckung. Jetzt mal, du Drecks. Mist! Gib mir Deckung! Das ist alles? Dann blüht dir was! Komm her, du Wichser. Wow! Nein! Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Mann, das gibt's ja nicht. Und dann werde ich ihn. Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist! Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Du bist mordetot! Gib mir Deckung! Nicht schlecht, was? Los, erste Mistkerl! Na komm schon, zeig dich. Lass dir was einfallen! Beeil dich! Große Klappe, nichts dahinter! Ach ja? Werden wir noch sehen. Du schießt wie meine Schwester. Danke, Vito. Joe. Früher oder später krieg ich dich. So. Hey, in dem Wagen sind noch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Steigen nicht aus. Hier ballert so ein wahnsinniger Unsinn. Auf die Seite. Gib Gas, Vito, wir verlieren ihn. Ja, ich geb Gas. Ich hab die Bullen am Arsch. Ja, toll. Mein Gott, können die Bullen nerven. Jetzt haben wir ihn.
Boah. Wo ist der Wichser hin? Da rennt er. Jetzt haben wir dich. Blöde Arschlöcher. Tja, das wäre wohl geklärt, hm? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterville. Alles klar. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Bräute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Natürlich sind was wir das. Was ist? Hast du die Schilder gesehen, Joe? Was zum Teufel soll das? Ach, du hast genug Geld, dein Auto zu reparieren. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Nö. Wow. Die Polizei wird auf dich schießen, sobald sie dich sieht, aber sie sieht mich nicht. Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Okay, zum Beispiel das alte Apartment in Osterbay aus, ne? Dann fahren wir doch mal dahin. Wo müssen wir dahin? Oh, ganz unten wieder. Toll, kein Geld, alles weg. Wir fangen wieder bei Null an, Freunde. Ey, Gott. Wenigstens haben wir den Wichser erledigt. Es regnet. Klappe. Es gibt 9 mm zwischen die Augen. Im Taxi drücken wir aufs Gas. Da fahren sie noch die Bullen. Oh Mann. Na toll. Wenn mir das Radio geht in dieser Dreckskarre. Okay, ich hoffe, wir können hier rein. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Rein. Verstanden. Müssen wir denn hier hoch? Hier hoch, oder? Ich muss die Cops abschütteln. Oh nein. Mit Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Toll, und hier ist auch noch ein Hof. Ah, leck doch am Arsch. Weg sein jetzt, oder? Ah, da ist noch einer. Mann, jetzt muss ich eine Schießerei anfangen.
weiter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Dach. Okay. Jetzt aber, oder? Ja. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Nicht mal das haben wir, stimmt. Okay, Leute, wir sind bei Marty im Haus angekommen. Und ich beende hier die Folge. Sorry, dass zwischendrin ein bisschen turbulent war, aber das gibt's auch mal in Mafia 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao mit der Haut rein, Leute.